Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Franbo. Wir haben es geschafft, aus der Anstalt herauszukommen und sind jetzt im Wald auf der Suche nach Mr. Midnight. Und was haben wir hier? Eine Trompete, ein Schuh, eine alte Matratze? Haha, mir ist gerade etwas Lustiges eingefallen. Ein alter Onkel hat mal versucht, darauf zu blasen. Haha. Er pupste die ganze Zeit, weil es so schwer war, da reinzublasen. Oh Mann, wie sie kichert. Ach süß, ich mag das nach wie vor total. Ein hübsches Pferd, dem König würde es gefallen. Aber ich gehe nicht zurück, er muss alleine fliehen. Ich frage mich, ob sie nach mir suchen. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Naja, wenn ich sehr müde bin, kann ich das benutzen. Ich denke, ich werde nicht schlafen, bis ich mein Kätzchen gefunden habe. Da steht Jens und ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht ist es nur ein Name, wie meiner oder Mr. Midnight's. Vielleicht ein Musiker, der die Musik nicht mehr mochte. Oh, ein schönes Instrument. Erinnert mich an eine Schlange, die wie ein Elefant klingt. Und diese kleinen Insekten, die sich in einen Ball einrollen. Was ist da? Ach, das ist ein Akkordeon, oder? Ich glaube schon. Es ist gut, einen gemütlichen Ort. Okay, Moment, was ist hier? Ah, ich könnte etwas daraus herstellen. Sieht aus wie eine Tür. Untersuchen, eine Tür. Okay, wir haben also eine Tür. Ich kenne eine Geschichte. Jemandem, was? Ich kenne eine Geschichte von jemandem mit roten Schuhen und einem Hund. Ich glaube, das war es. Der Zauberer von Oz. Ich mag alle Tiere. Hunde sind Tiere. Wie auch immer, es ist ja nur ein Schuh. Ich sollte ihn hier lassen. Ja, da meint sie wohl tatsächlich der Zauberer von Oz. Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Ich habe es satt, dass die rote Milch aus jedem herausläuft. Wer wagt es, einen unschuldigen Teddy schutzlos zurückzulassen? Okay, da oben ist nichts. Moment, was haben wir hier? Wow, ein Klavier. Es klingt alt. Ich kann damit spielen, aber ich kann nicht darauf spielen. Ich frage mich, wer der Musiker ist hier am Ende der Welt. Das frage ich mich allerdings auch. Mr. Midnight, bist du da drin? Wohl nicht. Ich suche weiter. Okay, da können wir jetzt weitergehen. Ich hoffe, ich habe hier soweit alles gesehen. Dann werde ich mal schauen, was passiert, wenn ich hier draußen eine Pille benutze. Oh. Oh, hallo. Warte doch. Okay. Die sah aber ein wenig freundlicher aus, oder? Als die bisherigen Dämonen. Hallo, Baum. Hallo, Baum. Hallo, Baum. Ich glaube, der Baum möchte nicht mit uns reden. So, können wir mit dem Vogel irgendwas machen, sofern er gleich wieder auftaucht? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann hier nochmal schnell eine Pille. Oh, shit. Leute, das ist creepy. Wow, das sind sehr seltsame Blätter. Die sehen etwas traurig aus und alt. Vielleicht sind es gar keine Blätter, sie sind zu weiß. Können wir den Schlüssel einfach so gefahrenlos nehmen? Neugier ist verflucht, verfluchte Neugier. Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man sonst etwas lernen? Aber was seid ihr? Ihr seid selbst irgendwie neugierig. Was ist die richtige Frage? Aber warum wäre angebrachter? Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Ich will nur den Schlüssel. Oh, aber das ist unser Schlüssel und deiner sicher auch nicht. Extra Schlüssel sind gut, gebt ihr mir einfach. Es ist immer gut, einen extra Schlüssel zu haben, besonders wenn man etwas vorhat. Ist uns völlig egal, die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Ihr seid sehr ehrlich, ich mag das. Ich bin ein Mensch, Fran, schön euch kennenzulernen. Interessant, erzähl uns mehr. Ich habe eine Katze, naja, hatte, er ist weg und ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, wirklich. Gebt mir jetzt bitte den Schlüssel. Sieh, Mensch, Fran, wir kamen aus dem Süden, wir flogen, wie immer. Und keiner von uns interessierte sich für den Schlüssel und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseres langen Haares kommen wir nicht frei.
Ihr seid also auch neugierig. Kann ich euch helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen, aber dafür haben wir etwas. Einen wunderschönen Kamm, um unser Haar zu kämmen, wenn wir festhängen. Gebt mir den Kamm und ich bringe das in Ordnung. Da gibt es ein Problem. Ein dreckiger Dieb stahl den Kamm. Jetzt hängen wir für immer fest. Wenn du den Dieb und den Kamm findest, bekommst du den Schlüssel. Abgemacht? Ja, aber wie sieht er aus? Es ist eine Ratte, eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu werden. Wir konnten nicht viel tun, also rannte er mit dem Kamm fort. Bitte finde ihn und befreie uns von der Neugier. Ich hoffe, er ist nicht zu tief im Wald. Ich werde ihn finden. Wir werden hier sein und warten. Okay, wow. Creepy, wirklich. So, erstmal machen wir das hier wieder rückgängig und gehen ganz normal weiter. Och Gott, das ist irgendeine Schabe, die aber vom Gesicht ein bisschen aussieht wie ein Schwein, oder? Wow, das ist ein echt großes Insekt. Es grunzt auch wie ein Schwein. Oder ist es ein Schwein? Wie auch immer, es ist sehr komisch. Können wir mit ihm sprechen? Nein. Aber mit ihm hier? Oh wow, du bist wirklich eine große Ameise. Wer ist da? Oh, entschuldige, bist du real? Ah, du fragst immer das Gleiche. Immer. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen, aber bitte verrate es niemandem. Ich verrate es nicht, keine Angst. Aber was tust du hier? Meine Katze ist irgendwo da draußen und ich muss ihn finden. Eine Katze? Ja, eine schwarze Katze mit großen gelben Augen. Mr. Midnight. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Bitte sag mir zumindest, ob du ihn hier gesehen hast. Es ist so, dass die Katze gefressen wurde, gekaut und runtergeschluckt. Gefressen? Was meinst du damit? Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn. Ich gebe ihn meinem Käferschwein. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein hat seit Tagen nichts gegessen. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aufhören! Verstehst du nicht, Mr. Midnight ist alles, was ich habe. Bitte sag mir, dass du nur Spaß machst. Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Was soll ich jetzt tun? Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein. Okay. Sollte ich etwas tun, das Käferschwein zum Erbrechen bringen vielleicht? Töte das Käferschwein. Er ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Was? Ich bin neugierig, ob mein Kätzchen noch da drin ist. Tu es, du kannst das Käferschwein töten und ich, Antonio der Größte, werde das Fleisch essen. Was? Nein! Nein! Ich möchte das Käferschwein nicht töten. Das war's mit Antonio und das war's auch mit dem Käferschwein. Oh, schaut mal hier hinten. Da hat man noch ganz schemenhaft einen der Dämonen gesehen. Ich gehe erstmal weiter. So, da haben wir eine Eule, eine Axt. Oh Gott, ein Igel. Wie süß. Wie süß. Aber wir können ihn uns nicht näher anschauen. Was für ein Vogel bist du? Du siehst aus wie eine Eule. Bist du eine? Deine Federn sind wunderschön. Okay. Hier können wir immer noch nichts mit dem Vogel machen. Wir müssen doch jetzt nicht wirklich... Die schlimme Axt. Ich werde eine Kriegerin und Retterin. Was hat sie gesagt? Eine scharfe Axt, die schneiden und Dinge zerstören kann. Gefährlich. Wir müssen doch nicht wirklich auf das Käferschwein jetzt einkloppen. Das finde ich nicht so cool. Wohin zeigt der Wegweiser? Eingang hier. Aber wie? Ein Brunnen. Ich könnte versuchen, ihn zu öffnen, um reinzusehen. Ich kann das nicht bewegen. Es klemmt. War so klar. Ich kann das nicht mit meinen bloßen Händen aufbrechen.
Geht das vielleicht mit der Axt? Oh, das geht sogar. Können wir da jetzt rein? Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. All meine Kräfte haben sich vereint, etwas Unnötiges zu tun. Es muss eine Bedeutung geben, sonst wäre das nicht hier. Können wir... Ja, den Buntstift reinwerfen? Ich wüsste jetzt gerade nicht, warum. Ich sollte erst eine komplette Tür herstellen. Okay. Ja, Leute, ich habe die Befürchtung, dass das arme Käferschwein nicht mehr lange leben wird. Benutzen? Ich finde das nicht gut. Okay, es haut ab. Das war zu erwarten. Ach, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte unten auf die Pillen klicken, weil ich es hier nicht... Ach doch, da ist es doch. Da ist es doch. Oh, ich möchte das nicht. Es haut wieder ab. Kann es sein, dass das gar nicht funktioniert so? Aber mit der Tür können wir nichts machen. Benutzen. Ich probiere es jetzt nochmal. Ah, okay. Jetzt rennt es in die Richtung. Jetzt wird es wieder zurücklaufen. Okay. Also entweder funktioniert das so nicht. Oder ich muss nochmal kurz mit Antonio sprechen. Aufwachen. Das Schwein hält nicht still. Scheinbar hilft es nicht zu schreien und ihn zu drücken. Vielleicht sollte ich etwas Unauffälligeres probieren. Was? Was willst du probieren? Benutzen? Das kann ich nicht tun. Okay. Ja, können wir mit der Tür irgendwas machen? Okay, ich wüsste nicht, wofür es nützen würde. Mit dem Buntstift? Ich bin nicht clever genug, um eine andere Lösung zu finden, glaube ich. Okay. So, nochmal eben kurz eine Pille. Oh, da ist wieder so ein Dämon. Eingang hier. Eingang hier. Okay. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Wir könnten mit der Axt benutzen und dann mit dem Baumstamm. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ah, die Feder. Moment. Nee, nee, nicht die Axt. Die möchte ich jetzt nicht mehr benutzen. Kann man das nicht irgendwie abbrechen? Dann möchte ich jetzt mal die Feder aufheben. Oh, eine Feder. Kritzel, kritzel. Die behalte ich. Ich mag sie. Okay. Die Feder der Eule. Können wir damit benutzen? Irgendwas machen? Das Schwein kitzeln? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Okay, können wir Antonio damit aufwecken? Kitzel, kitzel. Ah, die Gefahr ist groß. Groß. Hey, aufwachen. Ich glaube, dem Käferschwein gefällt es gar nicht, getötet zu werden. Oh, verstehe, aber das ist total normal, oder? Ja, aber was soll ich dann tun? Du musst ihm die besonderen Beeren geben, die Blaubeeren. Hm. Verstehe, aber wo finde ich denn diese Beeren? Ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe die richtigen Verbindungen. Sie leben in meinem Haus, sie haben Blaubeeren. Mein Haus ist in dieser Richtung. Sei vorsichtig. Oh, danke sehr. Aha. Okay, Moment. Natürlich eine Pille. Das muss sein. Mr. Midnight. Schau, Fran, ich bin in Gefahr. Finde mich lebendig. Finde mich tot. Bip, bip. Finde mich eines Tages in einem goldenen Käfig. Was? Was? Oh. Oh, wie schön das alles ist. Leute, ey, ich kann nicht aufhören, dieses Spiel zu loben. Ich weiß, ich tue es in jeder Folge, aber das sieht so schön aus. Und es ist so, ja, ich weiß nicht, so kreativ auch alles mit dem Pilz. Ein winzig kleines Haus. Hallo, ich bin Fran. Das sieht lecker aus. Soll ich? Vielleicht nicht. Okay, also am besten finde ich das mit dem Pilz hier oben drin. Das ist super. Da kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Ein pilziges Rohr auf dem Dach. Warum hat er einen Pilz auf das Rohr getan? Vielleicht ist er verrückt. Hallo, ist jemand zu Hause? Sieht aus, als wäre eine Lampe an.
Aber ich sehe niemanden. Hallo? So, als allererstes schauen wir, wie das Haus so aussieht. Ach so, so ist es gar kein richtiges Haus. Okay, aber die Pilze können wir uns noch anschauen. Hallo, ich bin Fran. Okay, das sieht lecker aus. Da sagt sie nur das Gleiche. Wow, das ist ein wirklich großer Ameisenhügel. Es ist gruselig, wenn man bedenkt, dass Millionen Ameisen da drin sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein will. Oh doch, das willst du. Das muss das Haus der Ameise sein. Sie scheint offen zu sein, aber sie klemmt. Die Macht der Zerstörung wird es niederreißen. Okay, dann zerstör das mal. Oh nein, ich habe die Tür kaputt gemacht. Naja, jetzt komme ich rein. Und das hier können wir auch noch mitnehmen, ein Türgriff, um große Probleme in den Griff zu kriegen. Ach, schön. Oh. Oh, was hat denn der Antonio hier so? 3 Stücke Fleisch? Ein paar Klamotten, ein Schrank. Das ist doch schön. Hm, Zeit für Tee. Oh, was ist das? Ich sollte nichts von anderen nehmen, aber ich will Superkleber haben. Okay, haben wir jetzt also Superkleber. Die Fleischkönigin. Ach du Scheiße. Was ist das? Unterhosen? Sie riechen gut. Opa-Seife. Oh, wie sie sich freut. Heißt das, dass die große Ameise nackt war? Total schockiert. Ach, toll. In der Schüssel ist Wasser. Vielleicht ertränkt Herr Ameise gerne kleine Monster da drin. Oder er ist vielleicht nur eine sehr saubere Ameise. Ja, das kann natürlich sein. Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Andererseits bin ich verwirrt und er ist keine Ameise. Er ist ein Mann, der wie eine Ameise aussieht. Aber er muss eine sein. Was für eine gemütliche kleine Lampe. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht ran. Das Fleisch kommt nicht runter, ich muss hoch. Wenn Mr. Midnight hier wäre, würde er da hochklettern und rankommen. Kannst du nicht einfach auf die Bank? Ah, geht doch. Sehr schön. So, schnappen wir uns ein Stück Fleisch. Es macht ihm schon nichts aus, wenn ich etwas Fleisch mitnehme. Ja, hoffentlich. Das will ich hoffen. So, was ist das hier für ein Häuschen? Soll das? Ein Vogelhaus wird es kaum sein, oder? Oh Gott, was ist das denn? Tannenzapfen. Hey, du siehst böse aus. Deine Familie ist sehr nett, Herr Kiefernzapfen. Aber du bist ein echt gruseliger Typ. Ein Baby-Kiefernzapfen. Haha, wie süß. Ja, wirklich. Fall nicht vom Stuhl. Sei vorsichtig. Hier kommt deine Mami, um dich zu retten. Ach, ist das toll. Und hier sind die Beeren. Die Blaubeeren. Au, das tut weh. Gut, da kommen wir so natürlich nicht dran. Wow, du bist sehr roh. Frau Kiefernzapfen, was kochst du? Keine Angst, ich will nur ein paar Beeren. Okay, ich glaube, so kommen wir hier erstmal nicht weiter. Ist das toll. ja, mit Fleisch vermutlich auch nicht, mit Superkleber. Mit der Axt? Das kann ich nicht tun. Achso, nee, Quatsch. Nee. Okay, das kannst du nicht tun. Wir haben auch nichts Langes. Wir müssen diesen Stock hier haben, ne? Wir haben auch nichts Langes, womit wir uns die Beeren angeln können. Ich wünschte, ich könnte mich mit meinem Kätzchen auf... Was? Ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Aber ich glaube, unter der Decke sind ganz viele Wesen. Käfer und so, die mein Gehirn essen wollen. Das ist nicht so schön. What? Was? Oh mein Gott, ein Kammerjäger. Und er ist tot. Entschuldigung, Sie haben tonnenweise Ameisen auf sich. Ich glaube, Sie versuchen, Ihre Tasche zu stehlen. Vielleicht sollten wir die Tasche stehlen. Ich nehme die Tasche nicht. Nicht mit all den Ameisen drauf. Ich muss sie loswerden. Okay, dann legen wir doch einfach mal das Stück Fleisch. Irgendwo hin. Oder können wir das einfach so machen? Aha. Sehr schön, da krabbeln die schon mal weg. Und wir schnappen uns die Tasche. Jetzt ist es meine Tasche. Auf der Tasche ist ein Anti-Käfer-Zeichen. Die Tasche ist offen. Können wir da nichts rausholen oder so?
benutzen. Ah, oh, eine Rattenfalle und eine Art Karte. Kammerjäger. Der Text ist fast verschwunden. Darauf steht Kammerjäger, arme kleine Monster. Der Käfer sieht echt wütend aus. Okay, das könnte John Plomit heißen, ne? John Plomit und darunter die Telefonnummer. Der Text ist fast verschwunden. Okay. Okay, okay. So, das ist die Rattenfalle. Für die Ratte? Oder für... ja, für was auch immer. Die Kiefernzapfen, das ergibt ja keinen Sinn mit dem Kleber, oder? Nicht so wirklich. Moment. Oder aber damit? Was? Echt? Ach, echt? Irgendwas willst du da reinlegen? Kleber? Nein, das kann ich nicht tun. Okay. Okay, das bringt so nichts. Okay, das bringt so auch nichts. Ist er nicht gerade so total weit nach vorne gekommen? Als wir uns... ah. Ich hab dich. Tut mir leid, aber ich brauche diese Beeren wirklich. Okay, den haben wir jetzt schon mal. Ah, jetzt haut die Mama mich. Böse Mama. Okay, jetzt müssen wir die noch irgendwie loswerden, wenn wir jetzt das Kind umwerfen. Und jetzt die Beeren... ach, schade. Schade, ich dachte, das funktioniert. Karte? Benutze Ticket mit. Es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Okay, nee, das ergibt keinen Sinn. Den Kleber? Das klappt auch nicht. Ah! Ach so, weil die Mama jetzt schon vorne stand. Okay. Untersuchen. Die besonderen Blaubeeren für das Käferschwein, um es zu töten. Was ich gar nicht so gut finde, die Idee, das Käferschwein zu töten. Oh, hallo. Oh, sie hat gewunken. Wie süß. Ach, toll. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe wirklich, dass wir das Käferschwein nicht richtig töten müssen in der nächsten Folge. Und ich verabschiede mich. Bis dahin. Tschüss.